Fischer und Fischer. Lass mich auch hier hinrutschen. Ich schau, ich schau. Büffi TV. Hallo, liebe Freunde. Videotagebucheintrag Nummer 4. Denn heute ist Donnerstag. Und das ist der vierte Tag, was ich alles weiß, oder? Toll. Also, nee, jetzt mal ganz kurz, bevor ich es wieder, also das kriege ich wahrscheinlich auch nur immer hin heute an. Gestartet sind wir in Oberkainer, bei Gerd und bei Hilde mit super Frühstück. Es war ein toller Platz, das war richtig schön. Dann sind wir in Knauschwitz. Und dann war, in Knauschwitz muss ich sagen, die Margita, stimmt, Margita in der LBG, haben wir super Mittag gekriegt. In der Margita für 3,10 Mark. Da kann man essen gehen. Und in Knauschwitz habe ich noch, was war da noch? Michi, du warst... Pferde. Ach, Pferde. Scheiß Pferde. Natur. Da war die Sprengstofffabrik. Warum wir hier unterwegs sind. In Knauschwitz war die Sprengstofffabrik. Habt ihr das gewusst? Wirklich? Habe ich... Na, ist egal. Pass auf. Und jetzt sind wir in Gelda und ihr merkt schon, wir sind heute ein bisschen gut aufgelegt, weil wir müssen uns gegen dieses Wetter wehren. Es regnet in Strömen. Und deswegen müssen wir heute Abend mal noch rein kleckern, weil morgen geht's weiter. Da gibt's... Hör auf, du sollst nicht die Pflanze... Also, ne, dieser Kameramann, sie sind... Also, wir brauchen übrigens einen neuen Kameramann. Ab morgen, Videoeintrag Nummer 5. Schwerter Meißner bedanken hier, die vor mir... Ja, Schwerter, ja, Meißner, Schwerter, hier haben wir einen Kasten Bier vorbeigebracht. Haben wir auch schon warm, ist klar. Die haben auch gesponsert gekriegt, weil wir sind ja in der Gegend hier. Eine Flasche Wildner. Das wird doch ein schöner Abend heute. So, wenn wir das überleben sollten heute Abend, wir müssen wie gesagt gegen den Regen ankämpfen, müssen wir morgen nach Bischofswerda. Wenn das so weiterrechnet, nehmen wir das Boot. Lache nicht! Hast du vor uns so erholt die Nacht gesagt, dann ist es nur gescheitert. Ja. So. Vielleicht hören wir uns ja morgen wieder, dann aus Bischofswerda und hoffentlich wieder trocken. Sowohl wir als auch das Wetter. Macht's gut.